Freundlich oder konsequent heißt dieser kurze Beitrag. Ich stelle mal voran den Satz, Freundlichkeit widerspricht der Klarheit nicht. Das sage ich Teilnehmern, wenn es um Mitarbeiterführung geht, das sage ich aber genauso im Kundenkontakt. Henry Kissinger hat mal gesagt, Verhandlungen sind eine Frage der richtigen Wortwahl. Und genau das ist auch mein Punkt, den ich Ihnen hier heute nahebringen will. Ich gliedere das jetzt in drei Punkte. Einmal das Thema Telefon oder E-Mail, dann den Menschen verstehen. Und hier meine ich gleich, das werden Sie hören, die Menschen beide, auf beiden Seiten des Tisches, sowohl den Gläubiger als auch den Kunden. Und dann den Menschen wertschätzen. Und hier ist gemeint, den Kunden wertschätzen, auch wenn er in einer misslichen finanziellen Situation ist. Das Telefon hat ganz klare Nachteile, nämlich wir sind in unseren körpersprachlichen Mitteln sehr, sehr eingeschränkt. Wir haben also nur Stimme, Stimme gleich Stimmung. Wir haben unsere Tonlage, unseren Tonfall. Wir haben die Sprachgeschwindigkeit und die Wortwahl. Man höre und staune, auch Wortwahl zählen wir zur Körpersprache. Das sind die vier Mittel, die wir am Telefon haben. Mehr haben wir nicht. Aber diese Mittel können wir eben gut einsetzen. Bei der Vorbereitung des Telefonats, und das ist die positive Grundeinstellung. Nur wenn ich eine positive Einstellung gegenüber meinem Kunden habe, bin ich auch in der Lage, positiv zu kommunizieren. Wenn ich also den Anrufer oder den ich jetzt anrufe, schon mal als schwierig, belastend vorweg erlebe, dann bringe ich mich in eine schlechte Grundeinstellung. Grundeinstellung muss sein, jedes Telefonat kann gut gehen. Jedes Gespräch birgt Chancen. Das ist also ganz wichtig bei der Vorbereitung. Ebenso wichtig ist, dass Sie bei einem Telefon auf eine gute Struktur achten, bei einem Telefonat. Also immer erst die Begrüßung, dann eine Einleitung, die positiv ist, die den Kunden anspricht, anstatt ihn abschreckt. Dann die Erkundungsphase, ganz wichtig. In jedem Telefonat muss ich erstmal gucken, wo steht mein Kunde, in welcher Situation hole ich ihn jetzt ab. Weil wenn ich das nicht weiß, kann ich später nicht argumentieren. Dann kommt erst Überzeugung und möglicherweise später eine Vereinbarung. Also die Struktur ist ganz wichtig, die es einzuhalten gilt. Und natürlich auch, bereiten Sie positive Formulierungen zum Gesprächseinstieg vor. Achten Sie auch wie bei der E-Mail auf positive Formulierungen. Und als letztes dann natürlich auch noch, bereiten Sie sich auf mögliche Reaktionen des Kunden vor. Und dies ist besonders im Forderungsmanagement ganz wichtig, weil wir da eine ganz unterschiedliche Bandbreite von emotionalen Reaktionen haben. Und darauf will ich jetzt auch hauptsächlich abzielen. Wichtig, den Menschen und seine Situation verstehen. Wie sieht die Grundsituation aus? Die Gespräche mit zwischen Forderungsmanagement und Kunden verlaufen in der Regel unerfreulich. Die eine Seite, die Forderungen haben, möchten die Geschäftsbeziehung lieber heute als morgen beenden, und zwar berechtigterweise. Die andere Seite kann oder will, wir wissen das nicht, den Forderungen nicht nachkommen. So, und das heißt, in der Regel sind diese Gespräche geprägt von Kälte, von Distanz, manchmal sogar auch von Härte. Folge ist eine ganz negative Dynamik hier. Und die gilt es zu durchbrechen. Wir haben hier Emotionen auf beiden Seiten. So ein Gespräch ist hochrangig emotional. Was bewirken Emotionen, wenn Emotionen positiv sind? Wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir uns wertgeschätzt fühlen, dann bewirken sie Entspannung. Wir denken und handeln lösungsorientiert. Wir können sogar eine Kreativität entwickeln. In allen Dingen, in denen Sie sich sicher fühlen, entwickeln Sie auch Kreativität, entdecken Sie neue Handlungsmöglichkeiten. So, aber wenn Emotionen negativ sind, nehmen wir also mal Drucksituationen, Angst oder sogar Stress, dann passiert genau das unfruchtbare Gegenteil. Es setzt eine Denkblockade ein. Die Menschen denken und handeln in einer Negativsituation rigide, sind schnell gereizt, sehr schnell wird der Ton laut oder entstehen Angriffe.
Ja, und das ist einfach ein Ausdruck von Stress. Gucken wir uns mal an, was Stress ist. Was ist Stress? Stressig sind Situationen, die an uns hohe Anforderungen stellen. Die nicht wiederholbar sind, die wir also nicht kennen, Situationen, deren Ausgang ungewiss ist, und die gleichzeitig zu ganz schwerwiegenden Konsequenzen führen können. Das ist Stress pur. So, das ist Stress. Und dieser Stress kann positiv getönt sein. Jeder, der hier referiert hat heute, hat so einen positiven Stress erlebt. Positiv getönt, also antreibend, ist dieser Stress, wenn wir das Gefühl haben, wir haben genug Ressourcen, um die Situation positiv zu meistern. Ja, oder sogar Erfahrung. Dann ist das positiver Stress. Negativ ist der Stress dann getönt, wenn wir daran zweifeln, dass wir die Situation meistern können. Und das ist dann in der Tat das, was belastet und was Menschen dann in den Stress immer weiter hineintreibt, wenn diese negative Verhandlungsdynamik eintritt. Einer ist entweder aggressiv oder resignativ, der ist einfach nur blockiert und kann gar nicht mehr denken. Ja, der eine schimpft und tobt, der andere sitzt da und würde am liebsten heulen. So. Und die Dynamik greift jetzt auf den Gesprächsführer über, in dem Moment, wo der merkt, hallo, ich kann bei dem, der da, von dem ich was fordern will, nichts erreichen. Der tobt mich an oder aber da passiert nichts mehr. Der sitzt in der Ecke und flennt. So, das ist natürlich auf beiden Seiten negativer Stress. Und da hat keine Seite einen Nutzen, weil sie kommen nicht zum Ergebnis. Da sind beide Seiten blockiert. Und um Ihnen mal zu zeigen, wie kann man das durchbrechen? Das heißt, wie kann man den Menschen trotzdem wertschätzen? Stelle ich Ihnen erst das Harvard-Konzept der Konfliktlösung vor. Das werden viele von Ihnen kennen. Es ist nicht neu, es ist aus den 70er Jahren, aber es ist sehr zweckdienlich. Dieses Konzept basiert auf vier Säulen. Einmal auf der Säule Mensch. Das sagt, trenne Mensch und Problem. Nicht der Mensch ist es, mit dem du ein Problem hast, sondern ein Teil seines Verhaltens, eine Facette seines Handelns. Damit hast du ein Problem, nicht mit dem Menschen. Trenn das. Also akzeptiere Emotionen, frage den anderen, sprich ihn an. Ja? Und gleichzeitig kannst du trotzdem Stellung beziehen zum Problem. Ja, dann kommt das Thema Interessen. Hier Interessen wahrnehmen. Hier geht es darum, Ziele zu finden, statt nach Gründen zu fragen. Es geht nicht darum, was hinter uns liegt. Daran ist eh nichts mehr zu ändern. Es geht um das nach vorne. Ja? Also Ziel, Interessen vertreten, statt Positionen in Positionen verharren. Interessen machen eine Verhandlung erst sinnvoll, nichts anderes. Ja. Also Harvard sagt hier im Grunde ganz plakativ, sagen sie, sei weich zum Menschen, aber hart in der Sache. Ich formuliere es gerne ein bisschen anders, sei wertschätzend zum Menschen, aber konsequent im Verfolgen deines Zieles. Und das Ziel eines Gläubigers ist, so viel Schaden abzuwenden wie möglich, auf gut Deutsch so viel Kohle wieder reinzukriegen, wie er rausgekriegt hat. So viel wie möglich. Häufig ist nicht alles möglich. Ja. Und das ist hier das Wichtigste am Harvard-Konzept. Menschen und Interessen, darum geht es. Und das darf man nicht vermengen. Und das ist das, was bei uns häufig passiert. Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit jemandem sprechen, der Sie kalt und distanziert behandelt? Möglicherweise noch wissend, dass Sie von derselben Person oder demselben Unternehmen, vielleicht einer anderen Abteilung, mal hofiert wurden. Dass man sie gefragt hat, wie geht es Ihnen? Dass man sagt, Mensch, schön, dass Sie anrufen. Wir haben schon lange nicht mehr gesprochen.
So. Und wie muss ein Verhandlungspartner auf Sie zukommen, damit Sie bereit sind, ihm Offenheit und Transparenz zu gewähren, damit Sie bereit sind, ihm entgegenzukommen? Wahrscheinlich nicht kalt und distanziert und auf dem vermeintlichen sachlichen Fuß, denn der Fuß ist ja auch gar nicht sachlich. Er ist ja auch emotional belastet. Gut, dritte Säule des Harvard-Modells sind die Optionen. Es ist klar, es geht um gemeinsame Optionen. Es geht immer darum, die Kuh für uns beide vom Eis zu kriegen. Nicht nur das Geld zu kriegen, sondern auch möglicherweise zu gewährleisten, dass der Kunde, der jetzt platt ist und eines Tages vielleicht mal wieder oben ist, dass der trotz der schrecklichen Situation sich an einen wertschätzenden Umgang mit uns erinnert. Das heißt, obwohl wir im Forderungsmanagement arbeiten als Apontas, müssen wir immer gucken, dass die Menschen sich wertgeschätzt fühlen und dass sie sich auch gerne an die Gespräche mit uns erinnern, weil wir eine Hilfe geboten haben. Ja, und dann geht es natürlich noch letztendlich um Kriterien. Im Thema Forderungsmanagement sind die Kriterien nicht schwer zu messen. Kriterien, um den Erfolg zu messen, im Forderungsmanagement heißt es einfach, kriegst du dein Geld, was du hast, oder kriegst du es nicht. Nur wenn ich Ihre Interessen kenne, dann kann ich diese auch ansprechen und kann Ihnen eben die Argumentation so aufbauen, dass Sie Ihren Nutzen hören. Und das ist im Thema Forderungsmanagement nicht einfach, dem Kunden beizubringen, wo ist denn sein Nutzen? Einen Nutzen gibt es aber immer und den können Sie vom Kunden erfahren. Das ist das Motiv der Sicherheit. Der Kunde möchte, dass es ihm wieder besser geht. Er möchte nicht mehr bedrängt werden. Er möchte sich sicher fühlen. Aber was sind denn noch Interessen des Kunden? So, und Sie brauchen eben im Gespräch diese Erkundungsphase ganz wichtig, damit Sie wissen, wo steht Ihr Kunde heute und was kann ich ihm anbieten, dass er sich möglichst auch auf mich zu bewegt. Ganz wesentlich. So, und darum ist es natürlich wichtig, Ihre Argumentation auch so aufzubauen in der Argumentationsphase, dass Sie nicht Ihr Argument einfach dem Kunden nennen, vielleicht noch ein zweites, ein drittes und viertes und den Kunden mit einem Monolog überschütten. Wer sichert Ihnen gerade am Telefon, dass er jetzt noch zuhört? Darum empfehle ich Argumentation in fünf Schritte. Erster Schritt. Wiederholen Sie, was Sie an Kundenbedarf gehört haben. Ja? Wiederholen Sie also das, was Sie vom Kunden gehört haben, was er erreichen möchte, mit Ihren Worten. Oder Sie können sogar auch sagen, Sie können es noch ein bisschen paraphrasieren, das heißt, die Emotion, die dahinter ist, noch deutlicher aussprechen. Zweiter Schritt. Fordern Sie die Reaktion des Kunden ab. Fordern Sie die Reaktion ab, beziehungsweise machen Sie, nachdem Sie den Kundenbedarf, den Sie erfasst haben, genannt haben, eine Pause am Telefon. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dann was kommen, wenn nichts kommt, dann fragen Sie nach. Habe ich Sie richtig verstanden? Habe ich das richtig erfasst? Dann erst im dritten Schritt nennen Sie Ihr Argument. Also nicht, wie wir das kennen. Ich vermute mal, ich weiß, was Sie wollen und jetzt argumentiere ich drauf los, in der Hoffnung, dass Sie möglichst schnell sich bewegen, sondern jetzt erst im dritten Schritt, nachdem Sie den Bedarf des Kunden richtig erfasst haben, im dritten Schritt nennen Sie Ihr Argument. Und dann aber im vierten kommt gleich hinterher der Beweis. Beweis nennen wir in diesem Moment nicht einen empirischen Beweis, sondern einen rhetorischen Beweis. Der rhetorische Beweis ist etwas, was Ihr Argument erhärtet. Ja, und dann im fünften Schritt noch einmal die Reaktion vom Kunden abfordern. Das ist Argumentation im Dialog. Und das hat folgenden Vorteil. Auf diese Weise
Führen Sie nur, es geht um einen Vorschlag, um ein Argument, um eine Vorgehensweise, führen Sie aber einen tatsächlichen Dialog. Ein Wort lassen Sie mich noch zum Schluss hinterherführen. Ich habe jetzt Ihnen hier zeigen wollen, wie wir im Forderungsmanagement vorgehen und wie es, wie wir schneller und besser eine Beziehung zum Kunden aufbauen. Darum geht es. Menschen, die existenziell bedroht sind, brauchen umso mehr Wertschätzung als jeder andere Kunde. Aber ich will Ihnen noch den Aspekt, der vorhin kam, die Belastung der Mitarbeiter, den noch mal in Erinnerung rufen. Negative Gespräche sind eine ganz deutliche Belastung für die Mitarbeiter. Und wenn Sie es schaffen, mit Ihren Kunden so zu kommunizieren, dass die Gespräche angenehmer sind, dass der Kunde sich vielleicht nachher sogar bedankt für die Informationen, für die Hilfe auch, die er vielleicht erhalten hat durch Ihren Rat, dann tun Sie ganz aktiv etwas fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. Und daran sollte Ihnen gelegen sein. Das ist also Ihre Fürsorgepflicht als Vorgesetzter und als Unternehmen.